Hi Leute, ich bin heute im Planetarium Stuttgart und habe die Ehre, hier einen Vortrag halten zu dürfen. Hier passen sehr viele Leute rein, aber natürlich nicht alle Menschen, die potenziell diesen Vortrag hören könnten. Und deswegen nehmen wir den für euch auf und ihr könnt euch jetzt meinen Vortrag hier bei YouTube anhören. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Viel Spaß! Ja, einen sehr schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Herzlich willkommen im Planetarium. Hier oben an dem Rednerpult ist der einzige Ort, wo man ohne Maske stehen darf. Gleich, wenn ich wieder runtergehe, muss ich meine Maske wieder aufsetzen. Aber ich darf euch recht herzlich begrüßen hier im Planetarium. Wir haben ja an jedem Wochenende, samstags und sonntags, immer am frühen Nachmittag Kinderveranstaltungen. Heute eine ganz besondere Kinderveranstaltung. Und zwar haben wir heute einen besonderen Gast, deshalb steht auch hier dieses Rednerpult. Es ist Tim Ruster. Wenn jetzt einige sagen, Tim Ruster, habe ich noch nie gehört. Doch, die meisten, praktisch jeder, der das Planetarium in den letzten Jahren besucht hat, hat Tim Ruster schon gehört. Nämlich draußen im Wartebereich, da haben wir ja Astro-Comics, kurze, knappe Videos, die so Einblicke in die Weltraumforschung mit kleinen Comics locker gestaltet zeigen. Und den, den man da hört, unter anderem, das ist Tim Ruster. Tim Ruster ist nämlich der Mann, der die Astro-Comics erfunden hat und die auch im Internet immer wieder auf einem YouTube-Kanal zeigt. Mittlerweile hat sich Tim Ruster allerdings als Astro-Tim noch wesentlich erweitert. Er schreibt Bücher, wie zum Beispiel dieses hier, können wir auf Gravitationswellen surfen, das ist sein neuestes Buch, da kann auch jeder mal nachher gucken, das kann man auch kaufen, man kann sich dann von Tim Ruster auch eine Widmung reinschreiben lassen, das geht aber erst nach der Veranstaltung, draußen im Foyer. Er hat auch einen dauerhaften YouTube-Kanal, da wird er gleich nochmal etwas drüber erzählen, und er arbeitet am Kölner Planetarium, da gibt es auch ein Planetarium, ein Stück klein als dieses hier, aber ebenfalls ist er mit Planetarien vertraut und er weiß, wie man komplizierte Sachen einfach erklären kann für Kinder. Und das wollen wir heute einmal auch erleben. Und ich will gar keine lange Vorrede halten, sondern freue mich, dass wir jetzt Tim Ruster heute noch einmal zum zweiten Mal, gestern war er auch schon da, begrüßen können mit seiner Reise durch den Weltraum. Also bitteschön, Tim Ruster. So, ja, hallo Leute, schön, dass so viele da sind. Ich finde das total wahnsinnig. Ich bin gestern aus Köln hier angekommen und dachte schon so im Zug die ganze Zeit, wenn jetzt irgendwie 4 Leute da wären, da würde ich mich freuen oder so. Aber es sind total viele. Also danke, dass ihr euer Wochenende mit mir gemeinsam verbringt. Und wir werden zusammen eine Reise durch den Weltraum unternehmen. Eine Reise durch Raum und Zeit. Ich glaube, es wird ziemlich cool. Ich hoffe, dass wir danach alle Weltraumexperten sind, falls ihr nicht schon welche seid. Das könnte auch sein. Und wir machen das so. Ich zeige euch allerhand spannende Dinge aus dem Weltraum. Also Planeten, Galaxien, schwarze Löcher, Aliens und so weiter. Und werde euch immer mal wieder ein paar Seiten aus meinem Buch vorlesen, denn es ist ein Reiseführer durch den Weltraum. Das heißt, wenn ihr sagt, dieses Jahr würde ich gerne meinen Urlaub mal nicht auf Mallorca verbringen, sondern auf dem Pluto oder so, dann werden wir heute einige Reiseziele zusammen entdecken. Und es ist hier leider schwer, so Fragen zu stellen und miteinander zu reden, aber danach könnt ihr mich noch draußen treffen und mir alle eure Weltraumfragen stellen. Oder ich stelle euch welche, mal gucken. Auf jeden Fall können wir danach noch miteinander quatschen. Ja, falls ihr mich nicht kennt, da bin ich. Und mein Name ist Tim und ich habe einen YouTube-Kanal, wurde ja schon gesagt, da erkläre ich den Weltraum. Und außerdem arbeite ich im Planetarium. Und genau, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, es wird immer schwerer zu erklären, aber ich sage immer, ich bin Weltraum-Erklärbär. Oder so. Irgendwie so. Naja, was machen wir heute? Wir werden über unser Sonnensystem sprechen, danach in die Galaxis hineinfliegen, danach zu fremden Galaxien und uns dann sogar durch die Zeit bis zurück zum Urknall teleportieren. Also mehr geht nicht. Und ich lese euch am Anfang mal die Einleitung meines Buchs vor. Ihr seht da so einen kleinen knubbeligen Astronauten. Also so seht ihr bei eurer nächsten Weltraumreise ungefähr aus. Also,
Eine Weltreise. Früher war das noch etwas Besonderes. Durch die antiken Gassen von Florenz flanieren, den Sonnenuntergang auf Bali bewundern und sich die raue Wildnis in Alaska ansehen. Doch seien wir mal ehrlich, mittlerweile gibt es keinen Ort mehr auf diesem Planeten, der nicht schon längst touristisch erschlossen ist, der nicht schon vor Jahren von Klassenkameraden für Work and Travel entdeckt wurde oder als Pilgerweg für die Midlife-Crisis herhalten muss. Es fühlt sich fast so an, als wären alle Abenteuer dieser Erde bereits von irgendwem anders erlebt worden. Vielleicht sind wir also einfach zu spät geboren, um unsere Erde noch mit den Augen eines Entdeckers bereisen zu können. Doch glücklicherweise leben wir genau zur richtigen Zeit, um unseren Planeten zu verlassen und aufregende Abenteuer in den Weiten des Alls zu suchen. Weshalb sollte man sich auch mit einem Planeten begnügen, wenn man allein in unserer Galaxis mehrere Milliarden Planeten bereisen kann? Gemeinsam werden wir auf den folgenden Seiten, beziehungsweise in diesem Vortrag, etwas noch viel epischeres als eine Weltreise antreten, eine Weltallreise. So, und damit starten wir mal ganz lokalpatriotisch, sage ich, auf unserer Erde. Unser Heimatplanet, auf dem wir gerade alle drauf sind, der auch schon ziemlich spektakulär ist, denn unsere Erde rast durch den Weltraum. Gerade in diesem Moment, während ihr so entspannt hier sitzt, bewegen wir uns mit 30 Kilometern pro Sekunde durchs All. Und noch viel schneller, wenn man alles mit hinzuberechnet. Also wir sind quasi gerade schon auf dem Raumschiff und die Erde bewegt sich um die Sonne. Da verrate ich euch bestimmt nichts Neues. Das tun natürlich auch die anderen Planeten, die ihr hier seht. Und ihr wisst bestimmt, wie die heißen. Ich sag's euch trotzdem mal. Die Planeten sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Jetzt werden vielleicht einige sagen, da fehlt doch einer. Weiß jemand welcher? Ah, ich habe schon gehört. Sehr gut, Leute. Der Pluto. Also die Jüngeren unter euch kennen den gar nicht mehr als Planeten. Aber einige von uns haben noch in der Schule gelernt, dass es 9 Planeten gibt. Das hier ist der Pluto. Ziemliche Schönheit eigentlich. Und gemeinerweise hat man ihn vor 16 Jahren rausgemobbt. Für viele Leute ist es ein emotionales Thema. Pluto wurde vor 16 Jahren rausgeschmissen. Bis dahin hatten wir 9 Planeten. Und dann hat man gesagt, okay Pluto, sorry, jetzt reicht's. Du bist kein Planet mehr, du fliegst raus. Und das liegt daran, dass der Pluto ziemlich, ziemlich klein ist. Er ist sogar kleiner als unser Mond. Und außerdem ist er sehr weit weg von der Sonne, bewegt sich auch ganz komisch um die Sonne, so ein bisschen eierförmig. Und deswegen fand man ihn schon immer sehr seltsam. Aber so einen richtigen Grund, ihn rauszuwerfen, hatte man nicht, bis man dann im Jahre 2006 hinter dem Pluto, also irgendwo ganz weit außen, hinter dem letzten Planeten, auf dem Video gar nicht mehr drauf, noch einen Himmelskörper entdeckt hat namens Eris. Und der war genauso klein. Jetzt hatte man ein Problem. Entweder hätte man Eris als 10. Planeten dazunehmen können, aber wer kann sich 10 Planeten merken? Oder man konnte Eris nicht dazunehmen, weil er zu klein ist, aber da musste man auch Pluto rauswerfen. Und dann haben sich die wichtigsten Astronomen der Welt getroffen und haben darüber abgestimmt. Man denkt ja immer, in der Wissenschaft stimmt man nicht über Dinge ab. Es ist so, als würde man darüber abstimmen, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel. Und 51% haben dafür gestimmt, Pluto rauszuwerfen. Und seitdem ist Pluto kein Planet mehr, sondern ein Zwergplanet. Viele Leute haben sich damals aufgeregt. Es haben sich Pluto-Fanclubs gegründet und so Pluto-Ultras sind auf die Straße gegangen und so. Es waren auch bessere Zeiten irgendwie. Damals ist man protestieren gegangen wegen Pluto und es hat alles nichts genützt. Pluto ist weiterhin kein Planet, er ist ein Zwergplanet. Trotzdem finde ich Pluto sehr interessant. Also ihr seht, der hat so ein riesiges Herz irgendwie, oder? Es sieht aus wie ein Herz. Andere Leute haben gesagt, es sieht so aus. Moment. Rup, könnte auch sein. Also auf jeden Fall ist es ein sehr schöner kleiner Zwergplanet und er bleibt für immer in unserem Herzen, auch wenn er kein Planet mehr ist. Ja, das heißt, seitdem haben wir nur noch 8 Planeten. Hier seht ihr die nochmal. Und hier sehen wir die richtigen Größenverhältnisse. Ich finde das unglaublich, wenn ihr euch mal anguckt, wie mini wir sind. Die Erde ist da unten, dieser kleine blaue Ball. Oben links der Jupiter, gigantisch groß. Jupiter ist der größte Planet des Sonnensystems und nicht nur der größte, sondern auch der schwerste. Jupiter ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Also wenn ihr alle anderen Planeten mal 2 nehmen würdet, dann hättet ihr das Gewicht vom Jupiter. Ich sage deswegen manchmal in meinen Videos, dass Jupiter so ein bisschen der Planetenfettsack ist. Wenn man das zu Jupiter sagt,
Wenn man das zu Jupiter sagt, dann guckt er immer so. Das ist ein echtes Bild von Jupiter. Also die schwarzen Punkte habe ich selber drauf gemalt. Aber sieht ein bisschen so aus, als wäre Jupiter etwas unter Stress, wenn man sich den mal so anguckt. In Wahrheit ist das natürlich kein Gesicht, sondern es sind unfassbar viele Stürme. Also der Jupiter besteht im Prinzip nur aus gigantischen Tornados. Genauso wie Saturn, Uranus und Neptun auch. Denn das wisst ihr bestimmt, diese großen Planeten bestehen komplett aus Gas. Das sind riesige Gaswolken. Wenn ihr also mal mit auch im Raumschiff unterwegs seid und überlegt, auf dem Jupiter zu landen, das ist keine gute Idee, denn ihr würdet komplett durch den Jupiter durchfallen. Ist ein bisschen wie wenn ihr aus dem Flugzeug auf eine Wolke springt, das ist auch eine doofe Idee, würde man auch durchfallen. Also auf keinen Fall auf den Gasplaneten landen. Die inneren Planeten hingegen, also Merkur, der ist da ganz mini unten, Mars, Venus, Erde, die sind aus Erde. Also auf den könnt ihr landen. Die Erde heißt ja sogar Erde, weil sie aus Erde besteht. Also der Namensgeber war nicht besonders kreativ. Das heißt, wir haben 4 Erdplaneten, 4 Gasplaneten und die Sonne. Das ist im Prinzip unser Sonnensystem. Aber wie ihr hier gerade seht, gibt es natürlich noch eine Menge anderen Kram im Sonnensystem. Auf diesem Video seht ihr alle Himmelskörper im Sonnensystem mit ihrer Bewegung. Und plötzlich sehen wir, das sind nicht nur 8 Planeten, da ist noch eine Menge anderes Zeug. Asteroiden unter anderem, Kometen und Monde. Das ist unser Mond, den kennt ihr sicherlich, den sieht man jeden Abend. Jetzt im Moment ist, glaube ich, Vollmond und sieht ihn sehr schön. Ich war gestern auf dem Schlossplatz, mein erster Aufenthalt in Stuttgart, und habe über dem Schlossplatz den Vollmond bewundert. Das war fantastisch. Und da fragt man sich ja, wie ist eigentlich der Mond entstanden? Das hier ist eine akkurate Darstellung der Erde, von der Erde und dem Mond. Also die Erde mit ihrem einen Mond hat es relativ einfach. Andere Planeten hingegen haben ziemlich viel Stress, denn Saturn hat über 70 Monde. Ich glaube, Jupiter mittlerweile sogar über 80. Nagelt mich nicht drauf fest, man entdeckt nämlich immer wieder neue Monde. Also in alten Schulbüchern steht noch, der Jupiter hätte 60 Monde, aber man entdeckt immer wieder neue. Also wir mit unserem einen Mond haben relativ wenige, könnte man sagen. Ja, man fragt sich jetzt, wo kommt der Mond eigentlich her? War der schon immer da? Oder hat die Erde den irgendwie eingefangen? Es war ziemlich spektakulär. Nämlich so. Kein echtes Foto, aber so ungefähr muss es gewesen sein. Vor 4 Milliarden Jahren hatte die Erde nämlich einen kleinen Unfall. Ein anderer Planet namens Thea ist in die Erde reingekracht. Ihr seht den da oben. Und bei diesem Crash ist ein gigantisches Stück der Erde abgebrochen. Und dieses Stück ist der Mond. Also wenn ihr heute Abend vielleicht auch auf dem Schlossplatz steht und euch den Vollmond anguckt, dann stellt euch vor, das ist ein Stück der Erde, das abgebrochen ist. Der Mond ist ein Teil von uns. Jetzt sehe ich schon die Fragezeichen in euren Augen. Warum ist die Erde dann rund? Und warum ist der Mond rund? Müsste die Erde nicht ein gigantisches Loch haben? Und müsste der Mond nicht total kartoffelförmig sein irgendwie? Das ist übrigens ein astronomischer Fachbegriff, Kartoffel. Denn der Mars hat auch 2 Monde, Deimos und Phobos. Und die heißen die Kartoffelmonde, denn die sehen wirklich aus wie Kartoffeln. Unser Mond ist aber schön rund, die Erde auch. Und das liegt daran, dass sich auf Dauer alles im Weltraum zu einer Kugel zusammenzieht. Ist euch bestimmt mal aufgefallen, die Erde ist rund, die Sonne ist rund, Monde sind rund, alles wird rund. Es liegt daran, dass Objekte im Weltraum sich immer zum eigenen Mittelpunkt hin zusammenziehen. Und das ergibt eine Kugel. Das heißt, wenn ihr jetzt so ein paar Millionen Jahre im Weltraum rumfliegt, dann seid ihr auch eine Kugel. Manche Menschen sind doch auf der Erde eine Kugel, ich zum Beispiel nach dem Weihnachtsessen. Aber im Weltraum wird auf Dauer alles rund und was noch nicht rund ist, wird irgendwann mal rund. Ja, so kamen wir zu unserem Mond. Jetzt wissen wir also, es gibt im Sonnensystem Planeten, Monde, Zwergplaneten, Asteroiden. Aber das wichtigste Objekt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die Sonne. Das ist ein echtes Video der Sonne. Ich finde es unglaublich, wenn man sich mal vorstellt, was da für Kräfte wirken. Da spritzen gerade gigantische heiße Mengen an Plasma, also Gas, aus der Sonne heraus. Und die Sonne ist natürlich für uns absolut überlebenswichtig, denn sie versorgt uns mit Licht und Energie und ist aber im Prinzip ein ganz normaler Stern. Viele Leute wissen das gar nicht. Die Sonne ist ein Stern und jeder Stern ist eine Sonne. Das heißt, wenn ihr mal so einen Nachthimmel habt, unwahrscheinlich in Stuttgart, aber wenn ihr mal im Urlaub seid oder so, an der Nordsee, in der Eifel, keine Ahnung, und dann in den Himmel schaut,
dann seht ihr vielleicht tausende kleine funkelnde Sterne. Jeder davon ist eine andere Sonne. Die sind einfach nur sehr, sehr weit weg und unsere Sonne ist ganz nah an uns dran. Und es gibt Sterne, ich zeige euch gleich einen davon, die sind 10.000 Mal größer als die Sonne. Also ihr könnt euch merken, unsere Sonne ist ein kleiner Zwergstern, der einfach nur sehr, sehr nah an uns dran ist. Aber zu den großen Sternen kommen wir gleich noch. Ich habe jetzt noch eine kleine Hiobsbotschaft für euch. Es gibt ein paar Hiobsbotschaften in diesem Vortrag. Das ist die erste. Unsere Sonne wird leider irgendwann mal sterben. Und zwar wird das so vonstatten gehen, die Sonne wird gigantisch groß werden. Sie wird so groß, dass sie die ersten beiden Planeten, also den Merkur und die Venus, komplett auffrisst. Und dann wird sie kurz vor der Erde stoppen. Also den Planeten, den ihr da gerade seht, der so ein bisschen geröstet wird irgendwie, das ist die Erde. Das ist unser Schicksal. Manche Wissenschaftler sagen auch, die Sonne wird sogar noch einen Ticken größer und wird die Erde verschlucken. Aber das ist egal, denn so oder so wird es auf der Erde so 5000 Grad heiß. Das ganze Wasser schmilzt und das Leben wird unmöglich. Ich sehe schon die Schweißperlen auf euren Gesichtern. Ihr müsst euch nicht stressen, Leute, denn das dauert noch 5 Milliarden Jahre. Aber in 5 Milliarden Jahren sollten wir uns so einen zweiten oder dritten Planeten gesucht haben, denn dann wird es relativ unangenehm warm. Aber gut, muss nicht unser Problem sein. 5 Milliarden Jahre ist noch so lange hin, da muss man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Aber ich finde es interessant, sich vorzustellen, dass selbst unsere Sonne nicht für immer da sein wird. Und danach wird die Sonne übrigens nicht explodieren oder so. Einige Sterne explodieren, da kommen wir gleich noch drauf. Die Sonne wird in sich zusammenfallen. Sie wird erst ein roter Riese, wird die Erde schmelzen, gemeinerweise. Und dann fällt sie in sich zusammen und wird zu einem weißen Zwerg. Und ein weißer Zwerg ist nur noch so groß wie die Erde und besteht aus purem Diamant. Also das ist das Ende der Sonne. Sie wird ein Diamant sein, der so groß ist wie die Erde. Leider sind dann keine Menschen mehr da, die sich daran erfreuen könnten. Aber ja, das ist unser Schicksal. So, bevor wir unser Sonnensystem verlassen, noch eine andere Sache. Der Mond. Hier seht ihr eine Originalaufnahme einer Mondlandung. Und ihr seht da so einen lustigen Astronauten, der so ein bisschen rumhüpft. Und das wisst ihr bestimmt, der Grund, warum man auf dem Mond so hoch hüpfen kann, beziehungsweise ja nicht so sehr an den Boden gebunden ist, sage ich mal, ist die niedrige Schwerkraft. Das Prinzip der Schwerkraft kennt ihr sicherlich alle. Ihr merkt es gerade auch, ihr klebt ja gerade alle in euren Stühlen. Und das liegt daran, dass die Erde euch runterzieht. Und wenn ihr hochspringt, einfaches Experiment, was man ausprobieren kann, aber nicht jetzt, wenn man hochspringt, dann zieht die Erde euch wieder runter. Also die Erde hält uns die ganze Zeit auf dem Boden der Tatsachen, wenn man es so sehen möchte. Und wenn ihr auf einem Himmelskörper seid, der leichter ist als die Erde, wie der Mond, dann ist auch die Schwerkraft niedriger und ihr könnt viel höher springen. Würde auch auf dem Pluto funktionieren. Auf dem Pluto, wenn ihr es da mal hinschafft, könnt ihr super hoch springen. Andersrum, wenn ihr zu nah an den Jupiter dran kämmt, wir erinnern uns, Planetenfettsack, dann würde die Schwerkraft des Jupiters euch sofort zu einem Pfannkuchen oder so zusammenquetschen. Also das ist das Prinzip der Schwerkraft. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch einige Reiseziele empfehle für euren nächsten Urlaub. Wie wäre es denn mit dem Mond? Der ist ja nicht so weit weg. Da kann man ja quasi mal starten bei seiner ersten Weltraumreise. Ich lese euch mal vor, was ihr auf dem Mond entdecken könntet. Unser Mond ist eine Art Schnuppervariante für Reisen in den Weltraum. Mit einem mittleren Abstand von nur 384.000 Kilometern ist er der nächste Himmelskörper an unserer Erde und wird mittlerweile sogar im Rahmen von Tagesausflügen angesteuert. Da ist meine Fantasie ein bisschen mit mir durchgegangen. Für alle unerfahrenen Weltraumtouristen ist er daher das perfekte Reiseziel, um sich mit der außerirdischen Umgebung vertraut zu machen und herauszufinden, ob das nächste Urlaubsziel dann vielleicht sogar der Mars sein soll oder doch eher wieder Mallorca. Ein unvergessliches Erlebnis, das es in dieser Pracht nur auf unserem Mond gibt, ist der Blick auf unseren Heimatplaneten. Viele Mondbesucher berichten davon, dass die Beobachtung der aufgehenden Erde ihre Sichtweise auf unseren Planeten grundlegend verändert hat. Der Anblick der grünen Kontinente, der tiefblauen Ozeane und der sanft leuchtenden Atmosphäre aus der Ferne machen die Einzigartigkeit und Zerbrechlichkeit unserer Welt in einer ungeahnten Art und Weise deutlich. Allein für dieses Erdpanorama bieten viele Anbieter mittlerweile Expresstouren zu unserem Trabanten an.
Auch aus raumfahrthistorischer Sicht ist der Mond ein geschätztes Reiseziel. Immerhin befinden sich hier einige der bedeutendsten Orte der menschlichen Raumfahrt. Zu nennen sind hier natürlich vor allem die Landestellen der Apollo-Mission. Größter Beliebtheit erfreut sich die Landestelle von Apollo 11, wo Neil Armstrong im Jahr 1969 als erster Mensch einen fremden Himmelskörper betrat und seine berühmten Worte sprach: "Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit." Bisweilen kann die Apollo 11 Landestelle aufgrund ihrer Popularität sehr überlaufen sein, sodass an dieser Stelle auch ein Besuch der Landestellen von Apollo 12, 14, 15, 16 und 17 empfohlen wird. Das ist für mich übrigens mein Lieblingsargument gegen Leute, die behaupten, dass die Mondlandung gar nicht echt gewesen wäre. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, die Mondlandung hätte man im Studio gedreht. Die Leute frage ich immer, welche Mondlandung? 11, 12, 16, 17, denn es gab ja ganz viele. Waren die alle gefaked? Wohl kaum. Also es war natürlich keine davon gefaked. So, jetzt aber verlassen wir mal unser Sonnensystem, denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass unser Sonnensystem nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Weltraums ist. Weiß jemand von euch, ich frage euch jetzt doch einfach mal was, was wir hier sehen? Wenn ihr es wisst, könnt ihr reinrufen. Milchstraße. Ah, sehr gut. Absolutes Expertenpublikum. Ich wusste es doch. Sehr gut. Das ist die Milchstraße. Sehr gut. Beziehungsweise es soll zumindest die Milchstraße sein. Unsere Heimatgalaxis. Und ihr seid da. Ich habe keine PowerPoint-Effekte gescheut für diesen Vortrag. Bams. Da sind wir. Dieser Pfeil zeigt auf unser Sonnensystem. Das heißt, da, wo der hin zeigt, das ist quasi so ein Gruppenfoto von uns. Wenn alle winken, dann sieht man das vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Und unser Sonnensystem ist nur eines von mehreren Milliarden in der Milchstraße. Also wir sind ganz am Rand. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes eine Randerscheinung in unserer eigenen Galaxis. Ich gebe euch übrigens schon mal eine Rätselaufgabe. Ihr könnt mir dann nach dem Vortrag sagen, ob ihr die Antwort kennt. Ihr habt bestimmt mal Star Wars gesehen. Nein, das gibt's aber nicht. Bei Star Wars jedenfalls steht am Anfang immer so ein Satz. Da steht, es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Frage ist, warum ist dieser Satz falsch? Könnt ihr mir gleich sagen, ich werde es auch später noch auflösen. Jedenfalls merken wir uns mal, die Milchstraße besteht aus unfassbar vielen Sternen. Übrigens, ihr müsst es mir nachsehen, dass ich das Wort Milchstraße nicht aussprechen kann. Ich komme aus Köln und Wörter mit SCH sind sehr schwierig, CH sind sehr schwierig. Also bei mir klingt es immer so, als würde man Milchstraße mit Ü und SCH schreiben. Milchstraße, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr durch die Milchstraße fliegen würdet, sähe es so aus. Ihr würdet überall Sterne sehen. Und das wirklich Unglaubliche ist, jeder dieser kleinen Punkte, jeder Stern ist ein eigenes Sonnensystem wie unseres. Um fast jeden dieser Sterne drehen sich Planeten, um die sich Monde drehen und Zwergplaneten. Also unser Sonnensystem ist eines von diesen kleinen Punkten. Unfassbar. Und es gibt in der Milchstraße, oder das zeige ich euch gleich, es gibt in der Milchstraße ungefähr, keiner hat es genau gezählt, aber ungefähr 200 Milliarden Sterne. Die Sonne ist einer davon. Und man sagt, um jeden Stern drehen sich im Durchschnitt zwei Planeten. Das heißt, dann hätten wir bei 200 Milliarden Sternen 400 Milliarden Planeten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die nennt man Exoplaneten. Das ist ein Exoplanet und da kann man seiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Also es gibt Exoplaneten, die sehen ein bisschen aus wie der Saturn, also Gasplaneten mit einem Ring, die nennt man dann Exosaturn. Es gibt Exoplaneten, auf denen gibt es Wasser und Luft, das wäre dann eine Exoerde. Aber es kann alles Mögliche geben. Mich hat mal ein kleiner Junge gefragt, ob es einen Exoplaneten aus Schokolade geben könnte. Und ich habe darüber nachgedacht. Und warum eigentlich nicht? Im Prinzip ist Schokolade auch nur eine bestimmte Abfolge von Atomen zusammengequetscht. Also warum sollte es nicht irgendwo einen Planeten aus Schokolade geben? Oder einen riesigen Planeten aus Pizza oder so? Also es würde auf jeden Fall meine Motivation steigern, in den Weltraum zu fliegen, wenn es das gäbe. Jedenfalls kann man da seiner Fantasie absolut freien Lauf lassen. Und wenn man das so hört, stellt man sich ja unweigerlich die Frage, gibt es da außerirdendes Leben? Wir machen eine kleine Abstimmung. Ihr könnt wieder reinrufen. Wer glaubt, dass es außerirdisches Leben gibt? Ja. Sehr gut. Und, okay. Und wer glaubt nicht, dass es außerirdisches Leben gibt? Niemand. Also ein bisschen Gruppenzwang, weil alle davor schon so laut Ja gerufen haben. Also ich denke,
auch, dass es bei 400 Milliarden Planeten eigentlich außerirdisches Leben geben muss. Und sie sehen genau so aus. Also das ist wahrscheinlich keine akkurate Darstellung eines Aliens. Aber wer weiß, vielleicht sehen die so aus. Vielleicht können die auch so gut tanzen, das wäre cool. Ich meine jedenfalls mit Alien nicht zwingend so ein grünes Männchen. Aliens könnten Bakterien sein, Alien-Tiere, Alien-Fische, irgendwelche Schleim-Aliens, irgendwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Oder so könnten sie auch aussehen, wer weiß. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch ALF kennt. Das ist eine super, super Sendung. Wobei, ich habe es als Kind immer geguckt. Jetzt wurde mir erst klar, wie grausam das ist, dass ALF Katzen isst. Aber na gut, das sehe ich ihm mal nach. Jedenfalls würde ich sagen, dass es sicherlich irgendwo Leben in der Galaxis gibt. Aber, jetzt kommt's, es gibt viele Leute, die behaupten, dass, ich zeig nochmal, wo wir sind, dass wir von UFOs besucht wurden oder sogar, dass sie von Aliens entführt wurden oder so. YouTube ist voll mit diesen UFO-Videos. Das halte ich wiederum für ziemlichen Quatsch, denn die Milchstraße ist gigantisch groß. Sie ist ungefähr 100.000 Lichtjahre im Durchmesser groß. Das bedeutet, wenn ihr mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs wärt, und das ist ziemlich schnell, dann bräuchtet ihr immer noch 100.000 Jahre einmal durch. So groß ist die. Das heißt, selbst wenn die Aliens viel schlauer sind als wir, viel bessere Alien-Raketen haben, dann wären sie einfach ewig lange unterwegs, um zu uns zu kommen. Und deswegen würde ich sagen, es gibt bestimmt Aliens, aber sie kommen uns nicht besuchen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg. Und wenn sie uns besuchen kämen und nicht gerade so nett wären wie der da, wäre es vermutlich auch nicht besonders gut, denn das würde bedeuten, dass sie uns technisch weit voraus wären. Und ob die dann so nett zu uns wären, weiß ich nicht. Kann man nur hoffen. Okay, genug zum Thema Aliens. Genug von ALF. Ja, jetzt fragt man sich, ist die Erde dann überhaupt was Besonderes? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze, dass es viele, viele Planeten in der Milchstraße gibt mit Wasser und Luft. Man kann aber sagen, dass für uns jedenfalls die Erde mit Sicherheit der perfekte Planet ist. Denn selbst wenn wir irgendwann eine zweite Erde finden, wovon ich überzeugt bin, dann wird die ein bisschen andere Schwerkraft haben. Oder das Wasser ist ein bisschen anders zusammengesetzt, sodass wir es nicht trinken können und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass das ist auf jeden Fall, auch wenn es Milliarden Planeten gibt, schon Sinn ergibt, die Erde zu beschützen. Ja, wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, in der Milchstraße gibt es unfassbar viele Sterne. Aber die sehen natürlich nicht alle aus wie die Sonne. Die haben sehr unterschiedliche Größen. Und hier seht ihr den größten Stern von allen, UY Scuti. Der ist so groß, der passt gar nicht aufs Bild. Und unten rechts ist zum Vergleich die Sonne. Unglaublich, oder? Die Sonne ist einfach nur so ein kleiner Punkt. Und UY Scuti ist unfassbar gigantisch groß. Man nennt diese Sterne rote Riesensterne. Und wenn die sterben, dann explodieren die. Das ist eine sogenannte Supernova. Klingt ein bisschen gefährlich, ist es auch. Aber vielleicht sagen einige von euch, ah, da möchte ich auf jeden Fall meine nächste Urlaubsreise verbringen. Und dazu lese ich euch jetzt mal einige Reisehinweise vor. Jeder hat Bekannte, die mit ihren angeblich phänomenalen Urlaubsreisen protzen. Am Basislager des K2 war ja wieder die Hölle los. So ein Vier-Sterne-Dinner im Haifischkäfig müsst ihr unbedingt auch mal probieren. Saint-Tropez ist ja mittlerweile einfach zu mainstreamig. Und so weiter und so fort. Wie wäre es, diesen Bekannten mal so richtig die Sprache zu verschlagen mit Berichten von einer eigenen, unschlagbaren Urlaubsreise? Und was käme da eher in Frage als das gigantischste und beeindruckendste Reiseziel überhaupt in unserer Galaxis, der Stern UY Scuti? UY Scuti gilt als der größte bekannte Stern überhaupt. Die Beschreibungen in Reiseprospekten können gar nicht in Worte fassen, welche gigantischen Ausmaße dieser Riese besitzt. Sein Volumen ist 5 Milliarden Mal höher als das der Sonne. Seine Größe übersteigt die unseres Sterns um das 1700-fache. Und würde man UY Scuti in unserem Sonnensystem platzieren, würde er alle Planeten bis einschließlich Jupiter verschlucken. Wer seinen Urlaub im UY Scuti-System verbringen möchte, sollte also einiges an Zeit einplanen. Denn den Stern gänzlich zu umrunden, erfordert einiges an Durchhaltevermögen. Mit Lichtgeschwindigkeit dauert eine Umrundung 7 Stunden. Bei unserer Sonne wären es lediglich 14,5 Sekunden. Einige Besucher waren von der Größe des Sterns so spirituell überwältigt, dass sie einen Pilgerweg um ihn herum angelegt haben, den Camino de Scuti. Jeder kennt wohl den Bestseller eines bekannten deutschen Komikers mit dem Titel: Ich bin dann mal weg, meine Reise zum größten Stern der
Galaxis. Ich weiß auch nicht, was an dem Tag mit mir los war, als ich das geschrieben habe. Achten Sie beim Besuch unbedingt auf die richtige Reisezeit. Y-Scuti spuckt in unregelmäßigen Abständen Teile seiner Gashülle in den Weltraum und ist daher zeitweise von dichten Wolken umgeben. Wichtiger Tipp, schließen Sie unbedingt eine Reiseversicherung ab, bevor Sie zu Y-Scuti reisen. Der Riesenstern befindet sich in der Endphase seiner stellaren Existenz und es ist nicht genau abschätzbar, wann er zu einer Supernova wird. Er fusioniert bereits schwere Elemente und ist somit in einer der späten Phasen des sogenannten Schalenbrennens. Am Ende steht dann das explosionsartige Abstoßen seiner Hülle und eine Energiefreisetzung von ungeahntem Ausmaß. Mit einer der mittlerweile zahlreichen angebotenen galaktischen Reiseversicherungen sind Ihre Angehörigen im Falle einer Supernova super abgesichert. Ja, und das Besondere ist, wenn der explodiert, und es könnte noch zu unserer Lebenszeit passieren, dann ist das so hell, dass die komplette Galaxis überstrahlt wird. Also wenn der explodiert, ist es heller als die gesamte Milchstraße und es wird auf der Erde wahrscheinlich eine, zwei Wochen nicht mehr dunkel. Ihr seht die ganze Nacht so einen riesigen hellen Fleck am Himmel. Ansonsten passiert wahrscheinlich nichts Schlimmes. Also ich würde mich freuen, wenn wir in unserer Lebenszeit noch so eine Supernova erleben könnten. Aber das weiß man nicht genau, denn man weiß, er ist in der Endphase seines Lebens, aber das kann bei einem Stern gut und gerne bedeuten, dass er noch so 1000, 10.000 Jahre hat. Mal schauen. Ah, hier seht ihr noch mal ein Bild von Y-Scuti. Das ist eine mutige Reisegruppe, die all-inclusive-mäßig da vorbeifliegt. So, jetzt wissen wir also schon, wir leben in einer Galaxis namens Milchstraße. Aber dahinter ist der Weltraum natürlich noch nicht vorbei. Da geht's erst so richtig los. Und auf diesem Bild hier seht ihr das sogenannte Hubble Deep Field. Das ist das tiefste Foto, was jemals vom Weltraum gemacht wurde. Beim ersten Blick denkt man, oh ja, ist ein schöner Sternenhimmel. Aber das sind keine Sterne. Jeder Punkt ist eine eigene Galaxie. Jeder Punkt auf diesem Bild ist so ein Ding wie die Milchstraße. Jeder Punkt besteht aus 100 Milliarden Sternen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal die Frage stellen, gibt es da irgendwo Aliens, würde wohl jeder sagen, ja, irgendwo da wird es schon noch Leben geben. Ansonsten wäre es eine echte Platzverschwendung. Das heißt, jeder Punkt ist sowas. Und Preisfrage, ich löse die Antwort gleich auf. Warum gibt es solche Fotos nicht von der Milchstraße? Ich meine, wenn man Milchstraße googelt, findet man Bilder, aber die sind nicht echt. Warum gibt es keine Fotos von der Milchstraße? Ich löse es direkt mal auf. Der Grund ist, wir sind in der Milchstraße drin. Stellt mal vor, ihr sitzt zu Hause in eurem Haus und wollt euer Haus fotografieren. Da müsst ihr wohl da übel mal rausgehen, um das Haus zu fotografieren. Aber aus der Milchstraße rauszufliegen, würde Millionen Jahre dauern. Aber, um den Vergleich auszureizen, man kann ja aus dem Wohnzimmer Fenster gucken und die Nachbarn observieren. Ist ein bisschen komisch, aber kann man machen. Und wir können aus der Milchstraße rausgucken und die Nachbargalaxien stalken. Das heißt, wir kennen unsere Nachbarn besser als uns selbst, weil aus unserem eigenen galaktischen Haus kommen wir nicht raus. So könnt ihr euch das vorstellen. Und ja, wenn ihr durch den Weltraum fliegen würdet, sähe es so aus. Riesiger leerer Raum und ab und zu kommt man eine Galaxie. Und im Großen und Ganzen ist es so, jetzt müssen wir mal schauen, ob es jetzt schon kommt, nee, gleich erst, dass sich alle Galaxien voneinander wegbewegen. Sage ich gleich noch was zu. Mit ein paar Ausnahmen. Diese Galaxie da, Andromeda, rast auf uns zu. Das ist jetzt die zweite Hiobsbotschaft dieses Vortrags. In diesem Moment rasen Milchstraße und Andromeda super schnell aufeinander zu und sie werden zusammenkrachen. Das sieht dann so aus. Und werden eine gigantische Supergalaxie bilden. Das dauert aber auch noch ein bisschen. Es dauert noch mindestens 2,5 Milliarden Jahre. Muss ja auch keine Sorgen haben. Aber es wird passieren, bevor unsere Sonne stirbt. Und die beiden verschmelzen dann. Es gab auch schon eine Abstimmung auf der Website der NASA. Da konnte man darüber abstimmen, wie die neu entstehende Galaxie heißen soll. Das ist irgendwie ein bisschen sehr früh, um den Namen festzulegen. Aber dann wäre das schon mal geklärt. Und gewonnen hat der Name Milchomeda. Weil auf Englisch heißt Milchstraße Milky Way und Milky Way plus Andromeda Milchomeda. Ich weiß nicht, was die anderen Namen waren, die zur Auswahl standen. Vielleicht irgendwie Heinz oder so, Bob, keine Ahnung. Ja, gewonnen hat jedenfalls Milchomeda. Und wenn das passiert, stellt man sich jetzt die Frage, was passiert dann mit der Erde? Wahrscheinlich gar nichts Schlimmes. Denn in Galaxien ist super viel leerer Raum. Zwischen den Sternen ist ja nichts. Das heißt, wahrscheinlich gleiten die beiden Galaxien einfach so ineinander und wir leben in einer riesigen Supergalaxie. Mit ein bisschen Pech allerdings wird die Erde wie so eine Billardkugel weggeschleudert. Ich würde sagen, wir müssen es abwarten, um es herauszufinden.
Okay, jetzt wissen wir fast alles über den Weltraum, außer wie ist eigentlich der Weltraum entstanden? Und das seht ihr hier. Er ist sehr wahrscheinlich im sogenannten Urknall entstanden. Ihr wart sogar dabei, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Denn es ist so, alles, was es im Weltraum gibt, alles, woraus Galaxien bestehen, alles, woraus Sterne bestehen, alles, woraus ihr besteht, das ganze Zeug in euch drin, war am Anfang des Kosmos in einem kleinen Punkt zusammengequetscht. Dieser Punkt war kleiner als ein Staubkorn. Neben dem Punkt war nichts. Und aus irgendeinem mysteriösen Grund ist dieser Punkt explodiert. Und dann war der Weltraum da. Am Anfang ganz klein, irgendwie wie ein Tennisball oder so, dann immer größer, bis heute. Und das ist 13,8 Milliarden Jahre her. Und es kam nichts an Masse oder Materie neu dazu. Also, ihr könnt euch merken, ihr wart beim Urknall mit dabei. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ziemlich komische Theorie. Der Weltraum ist in einem riesen Knall entstanden, davor war nichts und seitdem wird er immer größer. Warum? Wieso? Weshalb? Gute Frage. So kann man sich das vorstellen. Das ist quasi der Weltraum als riesiger Schlauch, der immer größer wird. Ich zeige aber immer dieses Bild, das ist jetzt das wichtigste Bild dieses Vortrags, damit ihr schon mal Hunger kriegt für später. Das ist ein Rosinenkuchen. Ich weiß nicht, wie man das hier nennt. In Köln nennt man das Rosinenblatz oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein Kuchen mit Rosinen drin und er repräsentiert perfekt den Weltraum. Stellt mal vor, ihr habt ein Stück Teig mit Rosinen drin und sehr viel Hefe. Ihr steckt das Ding in den Ofen, der Kuchen backt auf und wird größer. Die Rosinen bewegen sich voneinander weg. Der Weltraum wird immer größer und die Galaxien bewegen sich voneinander weg. Der Weltraum ist der Kuchen, die Galaxien sind die Rosinen und die Hefe ist der Urknall. Eine absolut perfekte Metapher, fast als wäre es so geplant gewesen von irgendeinem göttlichen Bäcker oder so, keine Ahnung. Und das ist schon erstaunlich, dass der Weltraum immer noch wächst, denn der Urknall ist schon 13,8 Milliarden Jahre her. Er hält bis heute an. Allerdings hat man seltsamerweise entdeckt, dass der Weltraum immer schneller, immer größer wird. Also er wächst immer weiter. Das heißt, es muss noch irgendeine andere ominöse Kraft geben, die den Weltraum zum Wachsen bringt. Quasi so, als hätte jemand zusätzlich zur Hefe noch Backpulver in den Kuchen geschüttet. Und dieses Backpulver nennt man dunkle Energie. Aber was das ist, klingt ein bisschen nach Star Wars, weiß keiner so genau. Jedenfalls dadurch wird der Kosmos immer größer und größer. Und, das ist jetzt die letzte Hiobsbotschaft versprochen, es wird dazu führen, dass irgendwann der Weltraum so groß geworden ist, dass er platzt. Das nennt man der große Riss. Also irgendwann ist unser Rosinenkuchen so aufgedunsen, dass er im Ofen platzt. Könnte man die philosophische Frage stellen, was ist der Ofen, in dem unser Weltraum drin ist? Und die Antwort ist, das sage ich auch gleich. Die meisten Leute wissen es nicht, oder keiner weiß es. Was war vor dem Weltraum? Was ist neben dem Weltraum? Was ist nach dem Weltraum? Die allermeisten Wissenschaftler sagen, nichts. Aber was ist nichts? Stellt mal vor, oder versucht mal an nichts zu denken. Es geht nicht. Oder? Man kann sich allenfalls irgendwie einfach einen schwarzen Bildschirm vorstellen. Aber schwarz ist ja nicht nichts. Schwarz ist schwarz. Deswegen, wir Menschen können nicht so richtig verstehen, was nichts ist. Und ich finde die Antwort von vielen Wissenschaftlern, dass vor dem Weltraum und neben dem Weltraum nichts ist, so ein bisschen unbefriedigend. Weil was soll das sein? Deswegen glaube ich es nicht so richtig. Aber ich sage euch gleich noch, was ich eher glaube. Vorher noch, woher weiß man das überhaupt alles? Wie kann man wissen, was vor 13,8 Milliarden Jahren passiert ist? Praktischerweise kann man jedes Mal, wenn man in den Weltraum guckt, in der Zeit zurückschauen. Jeder Blick in den Weltraum ist eine Zeitreise, denn ihr seht das Licht, oder ihr seht die Objekte immer so, wie sie aussahen, als das Licht sich auf den Weg gemacht hat. Wenn ihr heute Abend euch Sterne anschaut, dann sind viele dieser Sterne schon gar nicht mehr da. Viele dieser Sterne sind schon lange explodiert, aber ihr seht sie noch. Denn das Licht von der Explosion ist noch nicht da. Und so können wir bis zum Urknall zurückschauen. Und dafür hat man jetzt ein neues Teleskop in den Weltraum geschickt. Hier seht ihr das. Das ist das James-Webb-Teleskop. Es ist vor ein paar Wochen gestartet. Und dieses Teleskop ist das Beste, was es jemals gab. Es kann vielleicht fast bis zum Urknall zurückgucken. Also wenn wir Glück haben, dann kriegen wir in ein paar Wochen oder Monaten eine Antwort darauf, warum der Weltraum überhaupt entstanden ist und was das Ganze soll. Also ich bin gespannt. Vielleicht soll es auch nichts, das kann auch sein. Und das hier ist eine Simulation des kompletten Kosmos.
Das heißt, wenn man den kompletten Weltraum von außen sehen würde, wenn man ein gigantischer Riese wäre, der den gesamten Weltraum sehen kann, sieht es so aus. Ich finde, es sieht aus wie so ein riesiger lila Teppich oder so, so eine Fußmatte. Vielleicht ist der Weltraum einfach nur ein gigantischer Teppich und wir sind ein kosmischer Fussel oder so. Ich weiß nicht, ob das gut fürs Selbstbewusstsein ist, wenn man sich selber als kosmischen Fussel sieht, aber wahrscheinlich ist es so. Irgendwo da sind wir drin. Ja, jetzt noch meine Idee, was neben dem Weltraum sein könnte. Warum sollte neben dem Weltraum nicht einfach noch ein Weltraum sein? Wir fliegen aus unserem Weltraum raus und dann ist man halt im nächsten Weltraum. Und dann kommt noch ein Weltraum, noch ein Weltraum. Das wäre kein Universum, es wäre ein sogenanntes Multiversum. Und ich finde es eigentlich naheliegend, denn ganz früher dachten die Leute immer, na, es gibt nur eine Erde. Bis man festgestellt hat, oh, es gibt Milliarden Planeten. Dann dachte man, oh, es gibt aber bestimmt nur eine Galaxie wie die Milchstraße. Bis man festgestellt hat, oh, es gibt Milliarden Galaxien. Und jetzt denken die meisten Leute, es gibt nur ein Universum. Wäre es ja naheliegend, wenn es auch sehr, sehr viele Universen gibt. Das Problem an dieser Multiversumstheorie ist so ein bisschen, was ist hinter dem Multiversum? Nichts. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Deswegen hilft es nicht so richtig weiter. Ich könnte es mir aber trotzdem gut vorstellen. Aber ich bin gespannt darauf, was ihr denkt. Wenn wir uns gleich draußen treffen, dann könnt ihr mir mal erzählen, was eure beste Idee ist, was neben dem Weltraum ist. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Es gibt schon richtig abgedrehte Ideen, will ich jetzt gar nicht genauer erzählen. Manche Leute sagen, wir sind nur in einem riesigen Computerspiel. Das hier ist alles nur ein PC-Spiel. Es hat eine sehr gute Grafik, das muss man sagen. Und dann stellt sich wieder die Frage, was ist außerhalb des PC-Spiels. Aber gut, wollen wir nicht zu sehr unsere Köpfe zum Brummen bringen damit. Okay, eine Sache noch. Ich bin schon wieder knapp mit der Zeit, aber das will ich euch nicht vorenthalten. Schwarze Löcher. Eigentlich die faszinierendsten Objekte im gesamten Weltraum. Ihr seht hier gerade schon, wie die Erde zermanscht wird. Dafür müsst ihr keine Angst haben. Nicht noch eine Hiobsbotschaft, keine Sorge. Denn das nächste schwarze Loch ist unfassbar weit weg von uns. Also es kann nicht passieren, dass ihr morgen aufwacht, aus dem Fenster schaut und das schwarze Loch saugt die Erde auf. Sehr, sehr weit weg. Wenn ein Mensch in ein schwarzes Loch hineinfliegen würde, würden aber komische Dinge passieren. Man würde nämlich, und jetzt kommt ein wichtiger wissenschaftlicher Fachbegriff, spaghettisiert werden. Spaghettisierung ist wirklich ein wissenschaftlicher Fachbegriff, also könnt ihr immer im Smalltalk anbringen, wenn ihr schlau klingen wollt. Denn, stellt mal vor, ihr kommt zu nah an ein schwarzes Loch. Ihr werdet erst ganz langsam reingesogen, dann immer schneller. Auf einmal seid ihr mehrere Kilometer lang, aber auch dementsprechend dünn. Wie eine gigantische Weltraumspaghetti. Und ihr seht es hier gerade auch, dieser Stern wird vom schwarzen Loch komplett spaghettisiert. Und es sieht doch wirklich so aus, als hätte jemand eine Gabel und würde ein bisschen Spaghetti auf die Gabel drehen. Wo man dann hinkommt, wenn man ins schwarze Loch reingesogen wird, das weiß niemand. Und wenn es jemand ausprobiert hätte, dann könnte er es nicht erzählen. Das jedenfalls ist das einzige und erste echte Bild von einem schwarzen Loch. Es wurde vor ein paar Jahren gemacht. Das ist ein echtes Foto, unglaublich. Und wir sehen da gerade dieses helle, dieser helle Kreis. Das ist Materie, die gerade eingesogen wird. Licht, Planeten, Sterne, vielleicht irgendwelche Alienwelten, die gerade das Pech haben, ins schwarze Loch gesogen zu werden. Und es bewegt sich super schnell ums schwarze Loch, reibt sich aneinander und es wird sehr, sehr heiß. Deswegen diese helle Farbe. Und das Dunkle in der Mitte, das ist der Bereich, in dem das Licht nicht mehr entkommen kann. Dort ist die Schwerkraft, das hatten wir ja schon, des schwarzen Lochs so stark, dass das Licht nicht mehr weg kann. Und wo kein Licht mehr ist, es ist dunkel. Deswegen heißen die Dinger schwarzes Loch, weil das Licht verschlungen wird und es sehr, sehr dunkel ist. Es geht dahinter aber schon noch weiter, nur wir können es halt nicht sehen. Stellt mal vor, ihr fliegt in ein schwarzes Loch, obwohl ich euch ja heute empfohlen habe, es nicht zu machen. Und dann wollt ihr noch eine letzte Nachricht aus dem schwarzen Loch schreiben. Also ihr schreibt bei WhatsApp irgendwie, Mama, ich werde ins schwarze Loch gesogen. Tschö. Diese Nachricht würde auf keinen Fall mehr aus dem schwarzen Loch rauskommen, denn wenn auch nicht mal Licht das schwarze Loch verlassen kann, dann auch keine WhatsApp-Nachrichten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir nie erfahren, was in diesem dunklen Bereich jenseits des sogenannten Ereignishorizonts passiert. So. Ja, hier seht ihr noch, es gibt auch sehr viele verschiedene Arten von schwarzen Löchern. Die schwersten sind mehrere Milliarden mal so schwer wie unsere Sonne, die leichteren nur ein paar Hunderttausend oder Millionen mal so schwer. Theoretisch kann alles zum schwarzen Loch werden.
Es muss nur genügend zusammengequetscht werden. Also ihr könntet auch einen Tennisball zu einem schwarzen Loch zusammenquetschen. Ihr müsst ihn nur extremst verdichten, bis er irgendwann in einem gewissen Bereich so schwer ist, dass er das Licht einsaugt. Dann hättet ihr ein mini-schwarzes Loch, das vermutlich euer Haus aufsaugen würde. Das wäre keine gute Idee. Aber theoretisch könnte man alles zu einem schwarzen Loch zusammenquetschen. So. Ah. Ja, das ist eine fantastische Filmreihe, Back to the Future, falls ihr den nicht gesehen habt, zurück in die Zukunft, falls ihr den nicht gesehen habt, solltet ihr das tun. Da wird akkurat dargestellt, wie man in der Zeit reisen kann. Und das ist die letzte Sache zu schwarzen Löchern. Sie sind Zeitmaschinen. Ihr könntet mit einem schwarzen Loch in die Zukunft reisen. Stellt mal vor, ihr steht 5 Sekunden neben einem schwarzen Loch und werdet nicht spaghettisiert. Und danach schafft ihr es auf die Erde zurück. Dann würdet ihr merken, dass auf der Erde 50 Jahre vergangen sind vielleicht. Alle eure Freunde wären schon 50 Jahre älter, Opas und Omas schon. Und ihr werdet noch genauso alt wie jetzt. Weil es ist eine Zeitmaschine und das liegt daran, dass es so schwer ist, dass seine Schwerkraft sogar die Zeit anzieht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ihr könnt euch merken, wenn ihr selber mal eine Zeitmaschine bauen wollt, dann braucht ihr nur was richtig, richtig Schweres und dann könnt ihr in die Zukunft reisen. Also wenn euch mal langweilig ist, dann fangt mal an, eine Zeitmaschine zu bauen. Wenn es geklappt hat, dann sagt mir Bescheid. So, Leute, jetzt haben wir sehr viel über den Weltraum gelernt. Das war schon so ein kleiner Wissensüberfluss, glaube ich. Deswegen fasse ich nochmal zusammen, was wir auf unserer Reise durch Raum und Zeit heute erfahren haben. Man kann nämlich tatsächlich das Wichtigste über den Weltraum in einem Satz zusammenfassen. Aber es ist ein sehr langer Satz, ich probiere es mal. Wir leben in einem Sonnensystem, das eben aus sehr vielen Objekten besteht, die sich um die Sonne drehen, die aber wiederum nur ein Stern von mehreren 100 Milliarden in einer Galaxis namens Milchstraße ist, die wiederum nur eine von ungefähr 1 Billion Galaxien im Weltraum ist, der vor 13,8 Milliarden Jahren in einem Urknall entstanden ist und seitdem immer, immer größer wird. Ich würde sagen, damit wisst ihr mehr als 99% aller Menschen über den Weltraum. Und ich lese euch jetzt mal einen hilfreichen Tipp vor, wenn man von so einer Weltraumreise zurückkommt. Denn manchmal fühlt man sich so ein bisschen geerdet, wenn man zurück auf die Erde kommt. Haha. Also, was für eine Reise. Wer den Mut und die Neugierde aufbringt, seinen Urlaub im Weltraum zu verbringen, kehrt mit einer Anzahl von neuen Eindrücken und Erkenntnissen zurück, die mindestens der Zahl aller Sterne unserer Galaxis entspricht. Welche Erinnerungen bleiben von einem solchen Urlaub zurück? Jupiters Monde, auf denen außerirdisches Wasser aus Vulkanen in die Höhe schießt, der Anblick eines heißen weißen Zwergs, der aus reinem Diamant besteht, explodierende rote Riesen, deren Supernova heller als eine ganze Galaxie erscheint, der Urknall und der mystische Beginn des Kosmos selbst und schließlich die Erkenntnis, dass selbst unser Universum irgendwann ein Ende finden wird. Oder doch nicht? Niemand, der von einer solchen Reise zurückkehrt, ist danach derselbe Mensch wie zuvor. Zu beeindruckend sind die bestaunten physikalischen Vorgänge, zu exotisch die besuchten Exoplaneten und zu unglaublich gigantisch die Ausmaße des Universums selbst. Es wird berichtet, dass einige Touristen nach ihrer Rückkehr auf die Erde in eine Art Post-Urlaubsdepression verfallen, weil alle irdischen Vorgänge und Probleme nun einfach zu klein erscheinen. Wie soll man sich für den nächsten Arbeitstag im Büro aufraffen, wenn man letzte Woche noch gesehen hat, wie zwei Galaxien miteinander verschmelzen und Milliarden Welten vernichtet werden? So eine Rückkehr in das normale Leben auf der Erde kann schwierig sein. Genauso gut kann man aber die neu gewonnene Erweiterung des eigenen Horizonts in ein positives Gefühl umwandeln. Warum beispielsweise über den Stau im Berufsverkehr aufregen? Weshalb den Partner wegen irgendeiner Nichtigkeit anzicken. All das sind doch Probleme, über die man einfach hinweglächeln kann, wenn man sie im kosmischen Maßstab betrachtet. Und auch unsere Erde kann man als Weltraumtouristen einem ganz neuen Licht betrachten. Denn obwohl das Weltall gigantisch groß ist und Billionen von aufregenden Himmelskörpern zu bieten hat, zeigt eine Reise durch die Weiten des Kosmos doch, dass unsere Erde etwas ganz Besonderes ist. Eine Oase des Lebens, die es in dieser Form zumindest nicht in jedem System gibt. Und einem Planeten, der so gut an die Bedürfnisse von uns Menschen angepasst ist wie die Erde, gibt es da draußen sicherlich kein zweites Mal. Betrachten Sie also die Rückkehr zur Erde als freudigen Bestandteil Ihrer Reise durch den Weltraum. Unser Planet ist letztlich auch ein Teil des Weltraums und unser Raumschiff, mit dem wir tagtäglich durch die große Leere rasen. Wir alle sind Weltraumtouristen und Passagiere des Raumschiffs Erde. Während Sie also zurück im heimischen Wohnzimmer schon die nächste Tour durch Raum und Zeit planen, können Sie an folgendes Zitat des bekannten Science-Fiction-Autors Jules Verne denken. Wenn ein Mensch zu anderen Himmelskörpern fliegt und dort feststellt, wie schön es doch auf unserer Erde ist, hat die Weltraum-
Raumfahrt ihren wichtigsten Zweck erfüllt. So, das war eine kleine rasante Tour durch Raum und Zeit. Jetzt kommt natürlich noch dreiste Schleichwerbung. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte noch viel mehr über den Weltraum lernen, weil es gibt noch viel mehr zu lernen, dann schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Astro Tim heißt der mittlerweile. Da lade ich zweimal pro Woche neue Videos über den Weltraum hoch. Ist natürlich völlig kostenlos und ich freue mich über ein Abo, denn mein großes Ziel dieses Jahr sind 100.000 Abonnenten, um Weltraum-YouTube-Star zu sein. Und wenn ihr sagt, YouTube-Abo ist ein bisschen viel verlangt, dann empfehle ich euch mein neues Buch. Das könnt ihr hier gleich mit Signatur von mir kaufen. Ich male euch irgendwas Persönliches rein. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt natürlich aber auch gerne einfach so zu mir kommen und mich mit Fragen löchern und mir eure besten Theorien zur Entstehung des Kosmos mitteilen. Und ansonsten bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Danke. Dankeschön.